Dieses Bike wurde komplett in Richtung Abfahrt getrimmt. Kein anderer Kandidat in unserem Hardtail-Vergleichstest kann dem Cannondale Trail SE im Downhill folgen. Doch massig Federweg, dicke Reifen und robuste Komponenten schränken den Einsatzbereich stark ein. Und damit herzlich willkommen zum Check vom Cannondale Trail SE. Ab welchem Preis machen Mountainbikes wirklich Spaß? Wir liefern die Antworten für alle, die mit dem Biken anfangen wollen, und zeigen die passenden Räder. Tourenbiker bedient Cannondale mit seinen normalen Trail-Modellen. Die SE-Modelle hingegen, wie das Bike hinter mir, zielen mit modifizierter Ausstattung voll auf abfahrtsorientierte Biker ab. Die Enduro-Reifen-Kombi aus Maxxis High Roller an der Front und Maxxis Minion am Heck, einer Federgabel mit üppigen 35 mm Standrohren und 124 mm Federweg ist das Cannondale Trail SE in der Abfahrt nicht aus der Ruhe zu bringen. Dazu kommt eine per Knopfdruck versenkbare Teleskopstütze, die verleiht dem Fahrer in der Abfahrt enorm viel Sicherheit. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt bei Cannondale akzeptabel. Für 1.599 Euro bekommt man einen Schaltungsmix aus RAM SX und NX sowie eine RockShox 35er Federgabel in der Gold RL-Ausführung. Ein Blick auf die Geometrietabelle zeigt ebenfalls, dass das Bike eindeutig zur abfahrtsorientierten Clique unter den Hardtails gehört. Mit seinem flachen Lenkwinkel und dem langen Radstand fährt es sich auch bei hohem Tempo wie auf Schienen. In engem, verwinkeltem Terrain braucht es aber etwas Nachdruck, um die Richtung zu wechseln. Im Uphill zahlt der Fahrer dann den Preis für die robusten und abfahrtsorientierten Komponenten. 14 Kilo Gesamtgewicht ohne Pedale und der hohe Rollwiderstand der Reifen machen lange Touren zu einer echten Herausforderung. Wer dagegen aber nur ein sorgloses, günstiges Spaßbike für Gelände-Action sucht, hat im Cannondale Trail SE den perfekten Begleiter gefunden.